So, wie versprochen, bin ich nun wieder zurück für euch. Es gibt ein neues Video und wie ich schon gesagt habe, wenn wir uns eine Menge Geld erarbeitet haben, werden wir natürlich erstmal ins Trainingslager gehen. Und ihr seht, 609 Fähigkeitenpunkte, das letzte Spiel war sehr gut, das hat uns eine Menge Geld gebracht und deswegen habe ich gesagt, wir werden natürlich jetzt erstmal mit Larry Bird ins Trainingslager gehen und ohne große Worte einfach mal hier rein starten und mal gucken, was uns hier bei Larry Bird so erwartet. Ja, Training für Jumpshots, das kann ich ja gut gebrauchen. Bisher nur am Korb relativ effektiv, Würfe klappen ja noch gar nicht. Und deswegen war das natürlich ganz logisch, diese Wahl. Und wir schauen mal, was wir hier mit ihm so trainieren dürfen. Der Fadeaway, natürlich. Okay, das sieht ja erstmal nicht so schwer aus. Halte LS weg vom Korb und halte C. Gut, Fadeaway war zwar nicht drin. Genau. Der Spin Jump Shot kommt nun als nächstes. Drücke zweimal B, um den Spin einzuleiten. Drücke und halte C, um den Wurf zu beginnen. Lasse los. Also einfach B zweimal. Und jetzt den Wurf. Genau. Ja, das sieht dann gar nicht so schwer aus. Ist auch gut fürs Spiel zu wissen. Wenn man den natürlich drauf hat, kann man sich schön Freiraum schaffen gegen den Gegenspieler. Als nächstes der Step-Back-Jump-Shot, das beginne seitlich zum Korb zu ziehen, drücke B und bewege LS vom Korb weg, halte C. Okay, seitlich zum Korb, drücke B, ja das war natürlich nichts, aber der war zum Beispiel drin, drücke B und bewege LS vom Korb weg, ja das habe ich doch getan. Selbst den macht der Allglatt rein. Seitlich zum Korb und jetzt und der Wurf, genau. Erfolg, okay, war nicht schön, aber Larry Bird fand es gut und wenn der das sagt, war das schon in Ordnung. Und als letztes der Snatchback Jumper. Beginne seitlich zum Korb, drücke B und bewege LS gegen der Bewegungsrichtung, halte C, um den Wurf zu beginnen. Seitlich zum Korb, drücke B, bewege LS gegen der Bewegungsrichtung, halte C. Gott. Also quasi so. Drücke B und... Ah, okay. Gut, das war ja alles gar nicht so schwer. Da hat man schon mehr Probleme in anderen Takes. Und was bringt mir das jetzt? Plus 3 im Dreier, plus 3 im Freiwurf, plus 2 im Wurf Mittel und plus 2 in der Beständigkeit. Also, naja, das ist okay. Aber war jetzt natürlich nicht so der Renner, dass mich das jetzt großartig verbessert hat. Aber ihr habt ja gesehen, 400 hat es gekostet, 600 hatte ich. Das heißt, ich habe noch einiges an Geld über. Und mit dem Geld, wir müssen uns jetzt einfach mal immer ein bisschen was auf was spezialisieren. Und da ist es natürlich erstmal ganz hilfreich, wenn ich hier am besten weiterhin Würfe in Bedrängnis verbessere. Denn die gibt es oft genug. Und da seht ihr, die kann ich um 5 noch verbessern. Sieht jetzt mit 67 schon mal ganz, ganz gut aus. Das heißt ganz, ganz gut, aber schon mal ein guter Schritt jetzt gewesen. Und ohne lange zu schnacken, werde ich wieder mit guter Laune ins nächste Spiel gehen. Ihr habt das letzte Spiel gemerkt, da habe ich auch ein bisschen fröhlicher kommentiert und auch ein bisschen mehr Quatsch geredet, weil das einfach super aus dem Handgelenk lief und ich hoffe, das nächste Spiel funktioniert genauso gut. Wird aber auch ein harter Brocken, denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht es gegen San Antonio. Aber wir haben ja auch keine schlechte Mannschaft, wo auch dieses Spiel kein Problem werden sollte, da eine ordentliche Leistung aufs Parkett zu zaubern. Ihr seht, Teamchemie ist ganz gut, sogar schon sehr gut eigentlich. Und die Fanbeliebtheit steigt auch immer mehr, weil natürlich jetzt auch vielleicht die Leistung regelmäßiger passen und auch wirklich nach was aussehen. Ich meine, ich bin Starter in Miami, da muss man natürlich auch was leisten. Und das hat ja im letzten Spiel schon richtig gut funktioniert. San Antonio auch mit einem miesen Saisonstart, 3:5 für diese Mannschaft, das kennen die ja schon seit quasi einem Jahrzehnt nicht mehr.
Und ich darf auch dieses Spiel wieder starten gegen Kawhi Leonard, wird mein Gegenspieler sein. Und da gehen wir es doch einfach mal an und schauen mal, ob das dieses Spiel ähnlich gut läuft, wie das letzte Spiel lief. Sprungball Chris Bosh gegen Tim Duncan. Sollte an Bosh gehen, genau, weil er jünger, athletischer ist natürlich. Und gehen wir es mal an hier. Genau. Und da ist auch schon der erste Assist auf Mario Chalmers. Also sehr auffällig, dass sich hier meine Spieler in Miami viel, viel besser bewegen. Off-Ball-Movement. Also das heißt, ohne den Ball einfach ihre Laufwege viel, viel besser sind, als sie in Philadelphia oder in Orlando waren. Und das macht es natürlich auch für mich leichter, einen guten Pass zu spielen, einen Assist zu bekommen. Hier erstmal gute Defense gegen Leonard. Der muss den Ball weitergeben. Manu Ginobili, der drückt jetzt erstmal ab. Ja, Rebound auch bei Mario Chalmers. Und jetzt heißt es wieder Tempo aufnehmen. Gegenangriff. Gut. Dwayne Wade auf LeBron James. Der drückt natürlich direkt ab, ist drin. Hier bei den Spielern mache ich mir natürlich weniger Sorgen, dass sie ihre Würfe treffen, weil das sind halt Superstars. Hier passt das alles. Wenn die auch einen schwierigen Wurf haben, kann man trotzdem davon ausgehen, dass das trotzdem hochprozentig ist. Und so läuft es hier wieder wie gegen Washington erstmal ganz locker an. 4-0 Start. Santonio mit Problemen hier erstmal ins Spiel zu kommen. Aber hier schöner Abschluss von Tony Parker. Mit Gegenspieler direkt an den Fersen klebend, aber das kann er ja, das wissen wir. Das hat er jahrelang bewiesen, dass er den Wurf drauf hat. Jetzt Dwayne Wade, gib mir doch den Ball. Genau, und da bin ich durch. Und der Dank. Ja, so läuft sich das an. Sehr gut. Und weiter geht's. Santonio wieder hier im Spielaufbau. Ihr seht, die arbeiten auch mit vielen Blöcken, um auch Manu Ginobili frei zu bekommen. Einer der kreativen Offensivspieler natürlich in San Antonio. Und hier hat er jetzt auch seinen freien Wurf, aber trifft ihn nicht. Dann ist das natürlich ein Rebound für mich. Ich bringe jetzt erstmal den Ball. Ja, gebe ihn erstmal LeBron James. Ich hatte schon Angst, dass er jetzt zu weit vorspielt auf Dwayne Wade. LeBron hier im Post. Ja, das hat er vor allem letzte Saison in den Playoffs bewiesen, dass er da unglaublich dran gearbeitet hat an seinem Postgame und mit seinem Körper. Wird das vor allem eine Waffe, wenn später mal ihn die Athletik verlässt. Dass er da effektiv hochprozentig punkten kann, ohne großartig springen zu müssen. Alles in dieser Art. Genau. Wieder hier gute Defense. Rebound. Ball nach vorne. Genau, hier erstmal Dwayne Wade. Ja, der stellt sich schön Pick Wade durch. Korbleger 10-2. Auch gegen San Antonio läuft es hier sehr gut an. Mit einer tollen Trefferquote, toller Defense. Und so ist es natürlich auch für euch schön. Es ist jetzt endlich mal erfolgreicher Basketball zu sehen, der auch gut flüssig läuft, ohne große Probleme, dass man hier ewig kämpfen muss. Nein, man kriegt jetzt auch mal gute Würfe. Die Mitspieler sehr kreativ, gut im Abschluss. Jetzt mal wieder Punkte von San Antonio. Dwayne Wade verliert hier den Ball. Guter Stil von Kerry Lambert. Da geht es auch direkt Vollgas nach vorn, Tony Parker. Okay, Fastbreak-Punkte nur noch 10-6. Aber wir spielen ja hier auch gegen keine Kreisliga-Mannschaft. Die wissen, was sie machen. Ein Jahrzehnt lang sehr, sehr dominant in der NBA natürlich. LeBron James und der verdankt sich. Wann ist denn das mal passiert? Wann hat man das letzte Mal gesehen? LeBron James verdankt sich und auf der anderen Seite viel zu leichte Punkte für Manu Ginobili. Ja, und so sind die wieder auf 2 ran. Und ich gehe jetzt erstmal raus. Komme im zweiten Viertel jetzt wieder rein. Und ja, 4 Punkte Führung. Also San Antonio darf man natürlich nie abschreiben aufgrund ihrer Routine. Und ja, schauen wir mal, wie das zweite Viertel läuft. Auf jeden Fall Führung hat keiner Wahl, dass wir die hier auch mit 25 Punkten aus der Halle bomben. Aber hier wieder leichter Wurf für Ginobili, trifft den aber nicht. Rebound bei Chris Bosh. Jetzt bringt LeBron James den Ball vor. Ja. Und geht einfach durch und dankt den rein. Wie wir ihn kennen, mit Kraft, mit Power und mit seiner Athletik, da kann ihn sowieso in der Luft kaum jemand stoppen, weil einfach niemand, fast keiner so hoch kommt wie er. Und körperlich ist ihm sowieso als Gegenspieler auf seiner Position so gut wie niemand gewachsen. Aber eine tolle Antwort von Carl. Nee, glaube nicht von Leonard. Okay, weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall schöne Antwort von San Antonio per LEU.
Und drüben wieder. Le Bon verdankt sich zum zweiten Mal in diesem Spiel. Das wäre natürlich eine geile Antwort gewesen. Alley-oop auf Alley-oop. Tony Parker jetzt. Ja, Fehlwurf, Rebound bei Bosch. Also bei mir läuft es noch nicht so ganz überragend wie im letzten Spiel, aber es ist natürlich anders. Kaliber, Dwayne Wade geht jetzt einfach durch und der nächste Dank ist natürlich jetzt für die Zuschauer, für euch natürlich auch sehr schön anzuschauen. Viele freie Dunks. Für die Coaches ist es natürlich, da kräuseln sich die Zehennägel, Mann und Mann, keine Defense. Der darf hier, jeder darf hier danken, wie er möchte. Ist ja wie beim All-Star-Game. Das will natürlich ein Trainer nicht sehen. Aber natürlich, fürs Publikum wunderbar anzusehen. Rebound jetzt bei Elton Brand. Auch den kriege ich nicht. Und kassiere sogar noch das Poster hier. Also das war jetzt schwach von mir. Einen von den beiden Rebounds muss ich mir dann einfach holen. Hat natürlich absolut nicht geklappt. Chris Bosch. Ja, schöner Stil von Manu Ginobili. Gut aufgepasst, toll antizipiert, schnelle Hände. Boah! Krieg ich das Foul? Nein, Mario Chalmers. Ich hatte nämlich versucht, richtig schön Block hier und Chase Down zu versuchen gegen Tony Parker. Aber Mario Chalmers spielt mit der einfach nicht in die Karten und ich gehe jetzt hier wieder runter. Und nun plötzlich ist Halbzeit und ich finde überhaupt nicht richtig statt. 2 Punkte, 2 Rebounds, ein Assist. Also gegen tolle, große Teams traut mir der Coach das hier noch nicht so richtig zu. Ja, 13-5-2. LeBron ist voll in the zone. Das passt. Dwayne Wade auch mit 12 Punkten. Bei mir ist da noch nicht so viel. Ich hoffe, in der zweiten Hälfte kann ich da jetzt viel, viel mehr anbieten. 5 Punkte Führung, wenig Punkte ist zu erwarten. San Antonio großartige Verteidigung, Miami großartige Verteidigung. Das heißt, da gibt es natürlich keine Geschenke oder wenige, abgesehen von dieser Phase, wo es haufenweise Dunks gab, wo einfach hochprozentige Würfe quasi ausgeschossen sind, wie jetzt der hier von Tim Duncan. Da hat Chris Bosch aber sowas von geschlafen. So. Stecke ich hier durch auf Dwayne Wade, der am Mann und verlegt. Und San Antonio auf einen ran, also die werden wir so schnell nicht los. Ist halt sehr, sehr schwierig gegen San Antonio, machst du vorne nicht, kriegst du hinten. War ich frei. Mario Chalmers jetzt. Ich will natürlich jetzt auch mal hier irgendwie ein bisschen was versuchen. Und Turnover. Scheiße. Es hat zu lange gedauert. Gut von Carinelli hat gegen mich gearbeitet, mich lange vom Korb weggehalten, dass ich einen guten Wurf bekomme. Und dann habe ich zu lange gebraucht, zu lange überlegt. Dann wollte ich sogar nochmal passen. Also, das ist wiederum mein Spiel, was noch gar nicht so meins ist. Hier wieder am Rebound vorbeigesprungen. Also meine Fresse, das ist echt nicht gut, was ich hier bisher mache. Und da gibt es die Führung für San Antonio, die erste, glaube ich sogar. Ja, und so schnell geht das, wenn du gegen gute Teams spielst. Die kommen da halt ganz schnell zurück. Chris Bosch als mit der Antwort und wieder Führung für uns. Jetzt könnte es sein, dass es viele Führungswechsel geben wird, weil es ist nur ein Punktspiel hier. Jetzt sehr geduldiger Aufbau, gut aufgepasst von Dwayne Wade, sonst hätte es den nächsten Alley-oop gegeben. Ja, Mario Chalmers. Ja, dann einfach Punkte gegen den kleineren Gegenspieler. Wieder 3 Punkte Führung jetzt für uns. San Antonio mit sehr bedachten, aber auch auf der anderen Seite irgendwie behäbigen, langsamen Spielaufbau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als positiv oder negativ werten soll. Auf jeden Fall müssen sie da eigentlich mal mehr versuchen. Ich kriege jetzt hier das gute Foul, bevor Tony Parker hier ganz leicht zum Korb ziehen kann und seine einfachen Punkte machen kann. Nehme ich dann auch in Kauf. Es ist ja gerade mal das erste Foul. Oh Mann, dauert das jetzt wieder ewig beim Freiwurf. Leute, positioniert euch doch einfach und macht was. Schiri auch wieder. Was hat der wieder für Termine?
dass sie nicht einfach den Ball freigibt. Jetzt gehe ich auch schon wieder runter. Mann, das Spiel aber nicht lange. Mal 30 Sekunden, kurz verschnaufen, neue taktische Anweisungen bekommen vom Coach und dann geht es auch schon weiter. Der Tony Parker, der darf hier jedes Mal frei durchdribbeln. Ich krieg schon wieder den Rebound nicht. Wenigstens ist er diesmal bei uns. Ja, was macht er jetzt hier? Wer ist denn der? Den Ball her. Danke. Steal, ja, ganz trocken, bevor ich überhaupt zum Korb ziehen kann. Und hier Tony Parker, naja, bedacht ist es nicht, aber war drin. Nur noch ein Punkt Führung, aber... doch den Ball. Ja, die wollen mich im Moment nicht so gern sehen. Norris Cole jetzt auch hier behäbig. Ball auf Joe Anthony. Ja, unter Druck. Was ist denn jetzt? Jetzt kriege ich auch noch das Over the Back Foul. Also jetzt läuft wieder alles schief gerade. Schwachsinn, ey. Also das ist natürlich jetzt nicht so schön für euch anzusehen. Ein tolles Spiel und dann kommt ein guter Gegner und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Tim Duncan hier mit dem Rebound. Nächste Punkte. Also Rebounden ist bei San Antonio großartig. Dadurch halten die halt auch lange mit, weil sie verwerfen eigentlich ziemlich viel. Aber halt der zweite Versuch ist halt immer irgendwie dann wieder gut. So, jetzt versuche ich hier mal wieder... mit dem Post-Up. Genau. Und zum Korb. Jawohl. Das klappt mittlerweile einigermaßen gut, dass er auch mit Verteidiger ein paar Korbleger mehr jetzt schon reinmacht. Und San Antonio hat Zeit. Die lassen sich wirklich bei jedem Angriff unglaublich viel Zeit. Hier gut. Schöne Bewegung von Tim Duncan. All seine Routine gegen Chris Bosh. LeBron James. Wieder drin. Sehr gut. Wieder Führung für uns. Und der letzte Angriff gehört San Antonio in diesem dritten Viertel. Ja, also bedacht sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Da versuchen sie jetzt einen Mann irgendwie ein bisschen frei zu spielen. Und das klappt auch noch. Der Dreier von Ginobili. Zwei Punkte Führung. Ja, schöner Versuch nochmal von Mario Chalmers. Zwei Punkte Führung für San Antonio. Wir gehen ins letzte Viertel. Also dementsprechend mit einem Rückstand. Das wird nochmal ein richtiger Brocken hier im letzten Viertel. Wir werden natürlich alles versuchen, um da dran zu bleiben, das Spiel noch zu drehen, ist ja klar. Gut, Ballbesitz für uns. Dwayne Wade bringt den Ball. Stellt den Pick. Oh Mann. Also manchmal wollen sie die freien Leute irgendwie nicht sehen. Macht dann einen übelst schweren Wurf, aber macht ihn rein. Gut, das kann ja Dwayne Wade. Und so erstmal der Ausgleich. Gleich wieder auf der anderen Seite Tim Duncan mit der Antwort. Also er hat jetzt auch eine Menge Selbstvertrauen hier. Norris Cole, also der braucht mir auch zu lange am Ball jedes Mal. Ja, und das war der Hakeem Olajuwon One Move. Hier Face Up. Aber Fehlwurf. Gegen Manu Ginobili, ja, da sollte ich ein bisschen Abstand halten, sonst überrennt er mich einfach. Aber auch San Antonio jetzt nicht gerade mit vielen Treffern. So, Ball nach vorne. Ja, wenn mich keiner aufnimmt. Jetzt raus und das ist doch ein freier Wurf für Norris Cole. Jawohl. Macht den rein, wieder Ausgleich und Auszeit.
So, Tim Duncan wieder. Kommt viel zu leicht, zu schnell unter den Korb, aber er trifft den Wurf nicht. Rebound bei Mario Chalmers und jetzt Tempo. Aber Chalmers lässt sich viel Zeit. Jetzt bin ich durch. Ja. Mit Foul. Ah. Aber okay, wenigstens an die Freiwurflinie. So natürlich wieder genau hochprozentig zu treffen an der Freiwurflinie. Beide drin, sehr gut. Und 2 Punkte Führung für uns. Kawhi Leonard jetzt hier gegen mich im 1-1, den habe ich ganz gut im Griff. Wird der Coach auch nicht zufrieden sein, es dauert viel zu lange, sinnlos getribbelt, ohne effektiv voranzukommen. Deswegen wird das jetzt wieder eine Sache für Manu Ginobili und er macht das auch super. Ich war sogar noch fast dran. Und so heißt es wieder Ausgleich. Also bis zum Ende wieder Spannung. Chris Bosch. Ja, super. Und so wird das jetzt die ganze Zeit natürlich hin und her gehen. Man versucht natürlich jetzt hochprozentige, gute Würfe zu bekommen. Weil hier kann jeder Fehlwurf jetzt tödlich sein. Defense steht gut. Ginobili, Tim Duncan. Ja, gute Defense von Chris Bosch. Fehlwurf, aber der kleine Guard kriegt da den Ball. Das meine ich. Santonio kriegt viele zweite Chancen, wo unser Defense eigentlich gut ist, aber nicht gut ausgeblockt wird. Jetzt wieder Kawhi Leonard und den Ball habe ich jetzt. Gleich Outlet Pass auf LeBron James. Wurf nicht drin. Ja, das meinte ich. Da hat man mal die Chance, mal 4 Punkte voranzukommen, aber anstattdessen schwieriger Wurf von LeBron, ein bisschen zu hektisch. Jetzt heißt es hier gute Defense gegen Ginobili, aber das ist gar nicht so einfach, aber der SWAT gegen Ginobili in letzter Sekunde und vorne Alley-oop, Dwayne Wade, jawohl. 4 Punkte Führung. Und so kann es noch weitergehen. Noch knappe 2 Minuten, 4 Punkte. Natürlich noch alles möglich für San Antonio. Aber das war jetzt mal eine schöne Sequenz. Gute Defense hinten, vorne schnell mit Alley-oop abgeschlossen. 4 Punkte Führung. Ginobili jetzt, ja, drin. Also der macht auch ein schönes Spiel. Viele gute Würfe, auch schwere Würfe, die er trifft. Wie immer sehr zuverlässig, Ginobili. Auch in der entscheidenden Phase. LeBron, der Runner. Ja. Loose-Ball-Foul jetzt von Tim Duncan. Obwohl wir den Rebound eh gehabt hätten, glaube ich. Ja, ist natürlich gut für uns. Braun jetzt. Ja, macht da rein. Alles klar. 17 Punkte. Gute Trefferquote, LeBron. 8 von 13. Dreier drin. So wie man sich das natürlich immer von ihm erhofft. Und jetzt noch 1,5 Minuten, 4 Punkte. Also das ist so eine gute Ausgangslage hier gegen San Antonio. Tony Parker, Rebound, Tim Duncan. Ja, das ist dann schade, das meinte ich. Schöne zweite Hälfte von Tim Duncan, das meine ich. Gut verteidigt gegen Parker, der verwirft. Da muss man sich den Rebound holen. Aber unzählig viele Offensiv-Rebounds bei San Antonio. Das kann natürlich nicht sein. Das Spiel könnte schon viel früher gegessen sein, wenn man einfach ordentlich ausboxt und reboundet. Das ist jetzt ein schlechter Pass war. Ja, Ball Movement Pass. LeBron nimmt sich ein Herz, trifft den auch. Sehr gut, sehr gut. Er übernimmt Verantwortung in der Crunch Time. Und anders als in den Jahren davor hat er seit letzter Saison wirklich gezeigt, dass er auch in der entscheidenden Phase in der Crunch Time zuschlägt und zuverlässig ist. Das war jetzt schlecht von mir. Den Wade. Jetzt. Spiel doch den Pass. Mann. Nehmen jetzt viel Zeit von der Uhr. Ball ist weg. Aber bei Chalmers. 3 Sekunden. Dwayne Wade. Jetzt schwerer Wurf. Trifft nicht. Und, ja. Über den Kawhi Leonard. Auszeit.
Das meinte ich natürlich. San Antonio hat jetzt natürlich die Chance, noch den Ausgleich zu machen oder gar in Führung zu gehen mit einem Dreier. Das wäre natürlich jetzt richtig bitter. Also nur ganz klar den Dreier verhindern, das wäre jetzt richtig scheiße, wenn es da jetzt nochmal klingelt. Bei Parker muss man sich keine Sorgen machen, beim Rest muss man aufpassen. Parker nimmt sich ein Herz und gleicht aus. 5 Sekunden. Ich hätte natürlich gern den Ball gehabt. Jetzt wieder mal für euch Verlängerung. Naja, klar, das ist ja nicht verkehrt. Sehr unterhaltsam für euch, aber das Spiel müsste natürlich nicht in die Verlängerung gehen. Da waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Jetzt in der Verlängerung die Rebounds kontrollieren und dann geht das Spiel auch ganz klar an uns. Da haben wir einfach viel geschlafen. Chris Bosch, nee, LeBron James wieder, auch gleich wieder mit dem Touch in der Verlängerung. 2 Punkte Führung, knappe 3 Minuten. Ja, wieder alles möglich in diesem Spiel, natürlich. San Antonio weiß, wie das läuft. Wow, gute Defense, genau. Parker verlegt den scheinbar freien Korbleger, weil ich da doch noch richtig gut in die Nähe komme. LeBron jetzt, macht den schweren unterm Korb auch rein. Also auf den ist jetzt Verlass, der Go-To-Guy natürlich, so wie man das will. Und er übernimmt auch Verantwortung, sagt sich, okay, ich trage das Team jetzt. Das funktioniert bisher auch sehr, sehr gut. 4 Punkte Führung wieder. Tony Parker, ja, schwieriger Wurf aus der Bewegung, aber drin. Wieder LeBron jetzt. Ja, wenn er mich gleich sieht, kommt der Turnover nicht. Das heißt jetzt wieder Defense. Ginobili nicht drin und Rebound bei Leonard. Wieder der Offensiv-Rebound. Sogar gut verteidigt, aber auch drin. Und so schnell geht's und dann ist wieder der Ausgleich. Jetzt muss er mich einfach sehen. Ja, der Wurf in Bedrängnis nicht drin. Schade. Also wieder gut verteidigt von Leonard. Tony Parker geht durch. Ja. Und nur plötzlich heißt es hier Führung San Antonio 1,5 Minuten. Alles drin, das macht diesen Sport so toll, so spektakulär. Es kann alles passieren innerhalb der kürzesten Zeit. LeBron hebt ab mit Foul. Da hat er diesen 10 cm Vorsprung. Und das nutzt natürlich, hebt sofort ab. Da kann man sich nur noch mit dem Foul helfen, aber das reicht dann nicht. LeBron macht den Freiwurf auch rein. Ein bisschen wackelig, das kennen wir bei ihm, aber egal, ist drin. 1 Punkt Führung für uns. Also LeBron macht alle Punkte hier in der Verlängerung. So wie wir uns das erwünschen. Jetzt San Antonio mit durchdachtem Spiel. Tony Parker, freier Wurf. Und ich habe wirklich ein Scheißspiel. Also von der Statistik her zumindest. LeBron wieder durch, nächster Dank. Warum sie jetzt mich gezeigt haben, weiß ich nicht. 3 Punkte Führung, großartig hier von LeBron in der Verlängerung. Er trägt das Team alleine, was immer den Star ausmacht. Jetzt ist natürlich San Antonio in der Pflicht. Nicht mal mehr eine Minute, 3 Punkte Rückstand, da muss jetzt was passieren. Und Tim Duncan rennt den Ball nochmal, wird toll verteidigt und macht den auch rein. 1 Punkt. Wayne Wade. Ja, mir einfach auch mal den Ball geben, aber okay. Macht's alleine. Drin. Wurffoul von mir, ja, gegen Parker, bevor er hier leichte Punkte macht, ist das doch alles kein Thema. Ja, ist ein guter Freiwerfer. Foul jetzt gegen mich. Das sind schon Freiwürfe. Sieht ganz danach aus. Da versuche ich natürlich jetzt in der Crunch Time gute Freiwürfe zu machen. Erster ist drin. Immer noch etwas früh.
Und das war ausgezeichnetes Timing. Beide Freiwürfe drin, immerhin 10 Punkte jetzt. 3 Punkte Vorsprung. Jetzt muss Santonio schnell zum Abschluss kommen. Tim Duncan von weit außen, Rebound bei uns. Foul an Wade und er kann natürlich jetzt einen Deckel drauf machen, indem er wenigstens einen reinmacht. Der erste ist drin. 4 Punkte Führung. Der zweite auch. 5 Punkte, das sollte es gewesen sein. Wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert. Natürlich jetzt Kawhi Leonard. Fehlwurf, Wade nochmal mit dem Rebound und das war's. Jawohl. Wieder mal Verlängerung. Wieder mal gewonnen. Also das scheint mir, das zumindest scheint mir zu liegen. Wenn ich in die Verlängerung gehe, gewinne ich auch mit meinem Team die Spiele. Und da können wir doch am Ende doch noch zufrieden sein mit dem Sieg. 54 Punkte gerade mal. Egal. Sieg ist Sieg. Es geht langsam voran mit Miami. War jetzt nicht die überragende Leistung, aber es hat gereicht für einen Sieg. The team really had to earn that win tonight. How did it feel there at the end with the outcome still in question? Ja, natürlich. Ich hatte das totale Selbstvertrauen. Genau. Und das war's ja auch. Und das war's auch erstmal von mir in diesem ersten Video für heute. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß. Gebt weiterhin eure Kommentare ab. Gebt Fragen ab. Bringt doch mal Infos, wie ihr so seid. Habt ihr Leute vielleicht so begeistert wegen mir, euch das Spiel sogar gekauft. Ich freue mich auf jeden Fall auf ordentlich Geschreibe von euch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.